Ja, willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Assassin's Creed Unity. Ich bin Enno von Yushano und wir machen Sequenz 6, Erinnerung 1. Der Jakobiner Club. Paris, 31. März 1791. Der Jakobiner Club. Ein netter Ort. Vielleicht finden wir Robespierre. Und es lädt. Echt? Diese kleine Sequenz wurde gezeigt und jetzt wird schon wieder geladen? Oh, Unity, ich bin ein wenig enttäuscht. 400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Genug! Lafayette! Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter! Nur heiße Luft und keine Taten! Doch dieser Mann bringt frohe Kunde! Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, nur. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch dem Will du den Rat nochmal umgehen? Was gab euch das ihr neues Arschloch! Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergebt mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh. Sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Es stimmt ja schon ein wenig, dass er manchmal dass Assassinen gerne erst ein wenig impulsiv sind, also das ist so meist die Standard-Story dahinter. Ist das Ezio? Könnte vom Anteil her so sein, auch von den zwei Klingen, vielleicht irre ich mich auch. Egal. Ezio war am Anfang ja auch so der impulsive, rachegetriebene. Alter Ia hat sich auch erst nicht so richtig drin gehalten im ersten Teil. Wie geht es dir, Arno? Ja, alles super. So. Ladebildschirm. Hallo? Es ging auch mal schneller, oder? So. Ja, jetzt Koop spielen kann ich leider gerade nicht. So, wo muss ich denn genau hin? Mission. Ach, da. Die Frage, wo sind wir gerade? Da unten gerade. Ja, okay. Das kriege ich auch zu Fuß hin. Okay. Echt, für dieses kleine tiefe, also nicht mal tiefe bisschen Wasser musst du schon schwimmen?
Na gut. Naja. So ein paar Sachen hinterfrage ich natürlich so beim Spiel, aber ich finde es an sich extrem geil gemacht, das Spiel. Wenn ich manchmal ein bisschen so sarkastisch drüber rede, wie, oh, ernsthaft, machst du das? Meine ich letztendlich, ich habe das Spiel lieb. So. Das sind ja immer meist auch nur Kleinigkeiten, die ich kritisiere. Und immer bei... schon wieder irgendwie ein verdammter Dieb. So. Ich habe einen Dieb aufgehalten und die Wächter gehen jetzt auf mich los. Das finde ich sehr, sehr realistisch und vom Spiel durchdacht. Macht ihr da... Achso, ich dachte, da sägt schon wieder das Bein ab oder so. Okay. Komm, ich halte einen Dieb auf und dann sind die Wachen gleich Akku auf mich. Ja. Das ist so eine Sache, wo ich sage, das ist vielleicht ein etwas größerer Fehler des Spiels. Der Rest leicht zu verzeihen, aber das ist so ein größerer Denkfehler. So, komme ich irgendwo gut hoch? Ja, irgendwie schon, oder? Hier sehen die Städte schon recht modern aus, also allein von dieser Fassade her könnte das ein Haus von heute sein. So. Gehen. Ach, gehen, nicht klettern. Achso. Ja, genau dorthin. Das ist der Ort. Woran war Lafreniere nur so interessiert? Bringt ihn nach oben. Beeilung. Du hast da einen Stock im Rücken stecken. Okay. Ah. Lantusch, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Mich wundert, dass wir den bisher haben leben lassen. Ich habe den ja bereits einmal versucht zu töten, aber ja. Das war von der Story ja nicht so vorgesehen. Okay. Attentat aus einem Versteck und mit Berserkerpfeile vergiftete Schützen. Den Ort hatten wir doch schon mal. Ist das nicht genau der gleiche Ort, bei dem wir auch schon mal eingebrochen sind? Nee, sieht nur so ähnlich aus. Weil sowieso alles gleich aussieht. So. Anhalten. Ja, du! So. Ich weiß, es war jetzt nicht so super unauffällig, aber der stand da so alleine rum, dass es auch wirklich kein Drama war. So. Jetzt wird ein bisschen mehr geschlichen. So, da haben wir... Das sind aber keine Schützen. Das sind einfach nur irgendwelche Leute. Sind das Schützen? Ja, das sind Schützen. Okay. Kleiderschrank. Hey, du, bleib ja, Kleiderschrank. Genau, meine Rede. Ach, die regeln das schon. Oh, der hat mich gesehen. Nicht gut. Ich werde dich finden und dann lege ich dich um. So. Was war das gerade? Das war gerade sehr seltsam. Ich habe gehofft, da würde vielleicht jetzt auch irgendwie anfangen, irgendwie ein paar andere Leute anzugreifen. Ach ja, ich hätte vielleicht ihn auch nochmal eben. Einfach mal eben selber mit dem Berserkerpfeil abschießen sollen. Einfach mal beide. Ja, nee, ich lasse sie mal am Leben. So, und dann mal umgucken. Was haben wir denn da? Okay. So.
schleiche einfach mal ein bisschen hier lang. So. Da drüben gibt es doch bestimmt auch noch was. Ja, natürlich gibt es ja noch was. Auch nochmal gewinnen. Genau. Oder so. Ah. Was? Was? Der war doch so gut wie tot. Ja, okay. Na gut. Hätte ich wirklich besser machen können. Ach nö, von ganz an vorne. Tja. Wenn du mich nur sehen würdest, ne? Das wäre ja von Vorteil, wenn du das vorhast. Hier ist noch nicht mal ein Sperrgebiet, Junge. Lass mich machen, wozu ich Lust habe. Ja, hab grad keine Zeit. Ja, die Garde würde mich angreifen, wenn sie sieht, dass ich dir helfe. Das mag die grundsätzlich nicht. So. So. Berserkerklinge. So. Oh, ich hab den Rang Soldat erreicht. Interessant. Okay. Luda, möchtest wieder als nächstes getötet werden? Die fällt sich jetzt gegenseitig oben, wie praktisch. So. Der musste erstmal nachladen, bevor der auf ihn geschossen hat. Okay. Dann habe ich das schon mal. Ich versteife mich mal so sehr darauf, das so zu machen, wie die es da vorschlagen, dass ich dann oft das manchmal ziemlich falsch mache, glaube ich, letztendlich. Giftgas. Kann ich aber einfach nicht so anwenden. Schade. So. Okay, kann ich hier irgendwo rein, oder? Mal gucken. Oh, der könnte problematisch werden. Oder der da. Das war nicht sehr helle. Okay. Ich soll aus dem Versteck heraus ein paar Leute töten. Aber ich glaube, das ignoriere ich einfach mal. Man sieht ja, was draus wird, wenn ich immer... Ah! Katze! Oh Mann, in den alten Spielen konnte man die streicheln. So. Miau! Oh, warte mal. Den plündere ich nochmal eben. So. Und. Ich
Ich glaube, darüber reinzugehen ist schon das Schlauste. So. Kurz checken. Ja, okay, die machen auch nichts, glaube ich. So. Oh. Oh, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Immerhin sind die nicht sehr helle. Also darüber sollte man vielleicht nicht reingehen. Darüber. Ah. Das sieht mir auch nach einem guten möglichen Eingang aus. Sehr gut. Hallo Kiste. Du machst schon wieder so ein verführerisches Geräusch, Kiste. Ah, Schwierigkeitsgrad 3. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. So. Man muss echt oft in irgendwelche Häuser einbrechen in diesem Spiel. So, Schloss knacken. Vergiss es. Keine Chance. So, und da ist aber nur ein Weg zum Durchgehen, oder? Nein, keine Chance. Das kriege ich leider noch nicht hin. Warte mal kurz. Fähigkeiten, Schleichen. Dafür habe ich nicht genügend Punkte. Wenn du klug bist, ignorierst du es. Was soll das denn bedeuten? Was soll das denn bedeuten? Nur, dass manche Leute nicht... Kapiert? Die drei waren das. Jetzt wäre ein Berserker-Pfeil mal richtig praktisch. Verstehe. Komme ich auch so hier lang? Sieht man ja eigentlich auch überhaupt nicht. So. Ne, merken die nicht. Mann, hätte ich ja gleich von dort aus reingehen können. Hey. Nachher ist man immer schlauer. So. Verdammte zum Tode, wer das Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen. Als die Tyrannei das Verbrechen der Majestätsbeleidigung erfand, weil es sich um belanglose oder heroische Taten handeln konnte, wer hätte da noch zu glauben gewagt, er würde mit einer milderen Strafe als dem Tod davonkommen? Machte er sich doch derselben Straftat schuldig. Wie soll ich den am besten verfolgen? Hier rüber vielleicht irgendwie? Nein! Ernsthaft? Das wäre zu praktisch. Ja, so ist das mit den Assassinen. Zeigt ihnen eine Templerverschwörung und sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort zu. Sie sind schön berechenbar. Kommt, der hat uns gelingt. Kapitän und beginnen. Hä? Seltsam.
stimmt etwas nicht. Ich werde mir eure Reste so. Von der Schuhsohle Der Typ hat uns gelingt. Der wollte uns den töten lassen, hat deswegen so getan, also irgendwie das so aussehen lassen, als wäre der Typ ein Templer. Das ist schlau. Verdammt schlau. Nur einiges schlauer als alles, was ich bisher hier gemacht habe. Ich opfere dich, Made! Ich krieg so. Dich! Hä? Achso, war das nicht meine Aufgabe, den zu töten? Achso, ich dachte, ich soll den töten. Ach weh, ich muss wieder von ganz nach vorne. Immerhin nicht. Egal, den Rest mache ich in der nächsten Folge. Bis dahin, tüdelü.